Es ist der 3. Juni 1944. Drei Tage bevor die alliierten Infanterie- und Panzerdivisionen an der Küste der Normandie in Frankreich landen. Trotz der immer häufiger auftretenden Lebensmittelknappheit und Bombardierungen von Großstädten nehmen Adolf Hitler und seine Lebensgefährtin Eva Braun an einer Hochzeit teil, die drei Tage dauern und das letzte große gesellschaftliche Ereignis für hochrangige Nazi-Vertreter sein sollte. Gretel Braun, Evas Schwester, die später die Schwägerin des Führers werden sollte, heiratet einen hochrangigen und schnell aufsteigenden SS-Offizier, der zusammen mit seiner Einheit unaussprechliche Gräueltaten an Zivilisten in Polen und dem Gebiet des sowjetischen Belarus und der Ukraine begangen hatte, bei denen tausende jüdische Männer, Frauen und Kinder getötet wurden. Sein Name war Hermann Fegelein. Hermann Fegelein wurde am 30. Oktober 1906 in Ansbach, damals Teil des Deutschen Reiches, geboren. Als kleiner Junge arbeitete Fegelein in der Reitschule seines Vaters in München und wurde später ein geübter Reiter, der auch an Springturnieren teilnahm. 1925 trat er dem 17. Bayerischen Kavallerieregiment bei, das er 1928 verließ. Im selben Jahr trat er der Bayerischen Staatspolizei in München als Offiziersanwärter bei. Fegeleins Vorgesetzte betrachteten ihn als jemanden, für den es nicht immer leicht war, seinen Ehrgeiz in die richtige Richtung zu lenken. Seine Polizeikarriere fand im Sommer 1929 ein abruptes Ende, als herauskam, dass er in das Büro eines Vorgesetzten eingebrochen war, um einen Antwortbogen für eine Prüfung zu stehlen. Fegelein gab später an, er habe die Polizei aus freien Stücken verlassen, um der NSDAP und der SS besser dienen zu können, denen er sich in den folgenden Jahren vollständig anschloss. Mit dem Narzissmus kam Hermann Fegelein durch seinen Vater in Berührung, der seine Reithalle des Öfteren der SS als Versammlungsort zur Verfügung stellte. Auch nationalsozialistische Reitsportvereine nutzten die Übungseinrichtungen und Pferde seines Vaters. Im August 1930 trat Fegelein der NSDAP und der SA bei und 1933 auch der SS. Im selben Jahr erlangten Adolf Hitler und seine Partei die Macht und Deutschland wurde zu einer Diktatur. Das war die richtige Zeit für Menschen wie Hermann Fegelein, der ein Opportunist und Karrierist ohne jegliche Moral oder Grenzen war. Nachdem er die Verwaltung der Reithalle seines Vaters übernommen hatte, wurde Heinrich Himmler, Führer der SS, auf ihn aufmerksam und übertrug ihm Verantwortung für die Vorbereitung des Parcours und der Anlagen für die Reitsportveranstaltungen der Olympischen Sommerspiele, die 1936 in Berlin stattfanden. Hermann Fegelein wurde Heinrich Himmlers Goldjunge genannt. Sein jungenhaftes Gesicht und eine Kombination aus Schmeichelei und Manipulation machten ihn zu Himmlers Schützling. Der Reichsführer Himmler behandelte ihn wie einen Sohn und bald folgten Beförderungen. 1937 wurde Hermann Fegelein zum Kommandanten der SS-Hauptreitschule in München ernannt, die auf Befehl von Heinrich Himmler eingerichtet worden war. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Angriff auf Polen. Der Feldzug endete am 6. Oktober mit der Aufteilung und Annexion des gesamten Landes durch Deutschland und die Sowjetunion. Fegelein und das von ihm befehligte Totenkopf-Pferderegiment trafen kurz darauf in Polen ein. Am 15. November 1939 wurde das 1. Totenkopf-Kavallerieregiment auf Befehl von Heinrich Himmler aufgestellt, indem es von 4 auf 13 Schwadronen erweitert wurde. Unter den ethnischen Deutschen, die im besetzten Polen lebten, wurden weitere Mitglieder rekrutiert. Die Einheit wurde dem Kommando der Ordnungspolizei unterstellt, die entweder unabhängig oder in Verbindung mit den Einsatzgruppen, den paramilitärischen Todesschwadronen Nazi-Deutschlands, operierte. In Polen sollten sie offiziell Banden und Partisanen bekämpfen. Stattdessen beteiligten sich Fegelein und seine Einheit an der Ermordung von Zivilisten, vor allem der polnischen Intelligenzia wie Lehrer, Priester, Ärzte und andere bekannte Mitglieder der polnischen Gesellschaft. Diese vermeintlichen Feinde des Deutschen Reichs waren schon vor dem Krieg ausfindig gemacht worden und nach ihrer Ermordung wurden sie in Massengräbern verscharrt. Fegeleins Einheit war auch an der Massenerschießung von 1700 solcher Menschen im Wald von Campinos am 7. Dezember 1939 beteiligt. Die Massenerschießungen forderten das Leben von 100.000 Polen.
Am 15. Dezember wurde das Totenkopf-Kavallerieregiment in zwei Teile aufgeteilt. Fegeleins Regiment war unterversorgt mit Waffen und Lebensmitteln und es häuften sich Vorfälle von Korruption und Diebstahl. Nachdem sie dabei erwischt wurden, wie sie Geld und Schmuck für die Rückreise nach Deutschland stahlen, wurde Fegelein vor ein Kriegsgericht gestellt. Er wurde auch wegen Mordes aus Habgier und einer sexuellen Beziehung zu einer Polin angeklagt. Während des Zweiten Weltkriegs waren sexuelle Beziehungen zwischen deutschen Soldaten und polnischen Frauen offiziell verboten, da die Polinnen als rassisch minderwertig angesehen wurden. Als Fegelein herausfand, dass seine Geliebte schwanger war, zwang er sie zu einer Abtreibung. Zwar versuchte Reinhard Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptamtes und einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust, mehrmals die Anschuldigungen gegen Fegelein zu untersuchen, doch Heinrich Himmler wies sie alle zurück. Am 10. Mai 1940 begann der deutsche Überfall auf Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Bekannt wurde er als die Schlacht von Frankreich. Diese Länder, inklusive Frankreich, wurden innerhalb von nur 6 Wochen erobert. Um Frankreich weiter zu demütigen, ordnete Hitler an, dass die Waffenstillstandsurkunde in demselben Waggon unterzeichnet werden sollte, in denen die Vertreter des damals besiegten Deutschlands die Waffenstillstandsurkunde am Ende des Ersten Weltkriegs unterzeichneten. Fegelein war Teil des Feldzugs in Frankreich und wurde im Dezember 1940 mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. Am Sonntag, den 22. Juni 1941, begann die sogenannte Operation Barbarossa, der deutsche Angriff auf die Sowjetunion, und Hermann Fegelein und seine Einheit wurden an die Ostfront versetzt. Da die Pferde erschöpft waren, wurden die Männer in Lastwagen in die Kampfzone gebracht und die normalerweise pferdegezogene Artillerieausrüstung wurde mit allen verfügbaren Fahrzeugen an die Front gebracht. Heinrich Himmler befahl Fegelein und seine Einheit, im Gebiet des sowjetischen Belarus und der Ukraine Partisanen zu töten und später Juden zu vernichten. Feindliche Soldaten in Uniform wurden gefangen genommen, während diejenigen ohne Uniform sofort erschossen wurden. Jüdische Männer mit Ausnahme einiger weniger Lederfacharbeiter und Ärzte wurden auch sofort erschossen. Weil die Anzahl der ermordeten Juden zu gering war, ordnete Himmler an, dass alle männlichen Juden über 14 Jahren erschossen werden sollten und die Frauen und Kinder in die Moore getrieben werden und ertränkt werden sollten. Da das Wasser in den Sümpfen zu flach war und manche Gebiete überhaupt keine Sümpfe hatten, wurden Frauen und Kinder auch erschossen. Die Ermordung der Juden wurde häufig als Kampf gegen Partisanen getarnt. In Fegeleins Abschlussbericht gibt er an, dass seine Einheit etwa 16.000 Menschen getötet hatte. In seiner Einheit gab es 17 Tote, 36 Verwundete und 3 verschollene Soldaten. Im Oktober 1941 wurde Fegelein wieder wegen Diebstahls angeklagt, doch wieder wurde die Anklage auf Anordnung Himmlers fallen gelassen. Im Dezember 1942 wurde Hermann Fegelein zweimal von Scharfschützen ernsthaft verwundet, aber im folgenden Jahr waren er und seine Einheit wieder im Einsatz gegen Partisanen, töteten Zivilisten, zerstörten Dörfer und beschlagnahmten Vieh. Ab Januar 1944 gehörte Fegelein zum Stab von Hitlers Hauptquartier, dem er von Heinrich Himmler als Verbindungsoffizier und Repräsentant der SS zugewiesen wurde. Die Mitglieder aus Hitlers inneren Kreises schauten auf ihn herab und verabscheuten ihn. Albert Speer, Hitlers Architekt und Minister für Rüstung und Kriegsproduktion in Nazi-Deutschland, nannte Fegelein wörtlich einen der widerwärtigsten Menschen in Hitlers Umfeld. Als Klaus von Stauffenberg und andere Verschwörer am 20. Juli 1944 versuchten, ein Attentat auf Hitler zu verüben, war Hermann Fegelein auch im Hauptquartier in der Wolfschanze anwesend. Hitler überlebte und Fegelein erlitt durch die Bombenexplosion eine kleinere Verwundung an der linken Wade. Viele der Verschwörer wurden zu Schauprozessen im berüchtigten Volksgericht geladen, doch diese Vorgehensweise wurde aufgegeben, um ihnen keine Plattform zu geben, das NS-Regime zu verurteilen. Letzten Endes wurden mehr als 7.000 Menschen verhaftet, 4.980 wurden hingerichtet, häufig ohne den geringsten Beweis. Fegelein zeigte gerne Bilder der Männer, die als Folge des gescheiterten Attentats erhängt wurden.
Am 3. Juni 1944 heiratete Fegelein Gretel Braun, die einer der beiden Schwestern von Eva Braun, Hitlers langjähriger Gefährtin und kurz auch Ehefrau war. Ihre Hochzeit fand weit entfernt von den Bombardierungen und Kämpfen mit Hitler, Himmler und Martin Bormann als Trauzeugen im Schloss Mirabell in Salzburg statt. Eva Braun plante die gesamte Hochzeit. Der Hochzeitsempfang im Berghof und die Feier im Adlerhorst auf dem Obersalzberg dauerten 3 Tage. Man geht davon aus, dass die Hochzeit politisch motiviert war und für Fegelein eine Möglichkeit darstellte, seine Karriere voranzutreiben. Er war jedoch ein bekannter Lebemann und hatte zahlreiche außereheliche Affären. Nach dem Krieg sagte Traudl Junge, Hitlers letzte Privatsekretärin, Fegelein hätte ihr gesagt, dass alles, was für ihn zählte, wörtlich seine Karriere und ein Leben voller Spaß seien. Anfang 1945 stand das Dritte Reich am Rande des Zusammenbruchs. Am 16. Januar 1945 zog Hitler in den Führerbunker unter dem Garten der Reichskanzlei und am 21. April 1945 erreichte die sowjetische Rote Armee die Außenbezirke von Berlin. Da war klar, dass der Krieg verloren war. Da Fegelein seinen Posten im Führerbunker verlassen hatte, ließ Hitler nach ihm schicken. Als die SS ihn in seiner Berliner Wohnung auffand, war Fegelein betrunken, trug Zivilkleidung und bereitete seine Flucht nach Schweden oder in die Schweiz vor. Er hatte auch Bargeld und Schmuck bei sich, von dem einige Teile eindeutig Braun gehörten. In seinem Koffer fand die SS Dokumente, die Beweise für Himmlers versuchte Friedensverhandlungen mit den westlichen Alliierten enthielt. Fegelein wurde verhaftet und zurück in den Führerbunker gebracht. Als Hitler von Himmlers geheimen Verhandlungen erfuhr, sah er darin Verrat und ordnete Himmlers Verhaftung an, ließ Fegelein alle Dienstgrade aberkennen und ein Kriegsgericht einberufen. Laut der Aussage von Hitlers Privatsekretärin Traudl Junge, die im Bunker anwesend war, bat Eva Braun den Schwager zu verschonen und versuchte, sein Verhalten zu rechtfertigen. Eva mochte Hermann, der mit ihrer Schwester Gretel verheiratet war, die damals hochschwanger war. Es half aber nichts. Junge gab an, dass Fegelein am 29. April 1945, damals 38 Jahre alt, in den Garten der Reichskanzlei gebracht und wörtlich wie ein Hund erschossen wurde. Laut dem Journalisten James P. O'Donnell, der in den 1970er Jahren zahlreiche und ausführliche Interviews führte, befahl Hitler Wilhelm Mohnke, einem der letzten verbleibenden Generäle, ein Tribunal einzurichten. Laut seiner Aussage war Fegelein so betrunken, dass er die ganze Zeit weinte, sich erbrach und sogar auf den Boden urinierte. Fegelein verweigerte anzuerkennen, dass er Hitler antworten solle und sagte aus, dass er sich allein Himmler gegenüber verantworten müsse. Da nach deutschem Militär- und Zivilrecht ein Angeklagter bei klarem Verstand sein muss und die Anklage gegen ihn verstehen können muss, schloss Mohnke das Verfahren ab und übergab den Angeklagten dem Sicherheitsdienst, ohne ihn je wiederzusehen. Fegeleins Ehefrau Gretel überlebte den Krieg und gebar am 5. Mai 1945 ihre Tochter Eva Barbara Fegelein, die sich im April 1971 das Leben nahm, nachdem ihr Freund bei einem Autounfall ums Leben kam. Gretel heiratete erneut und starb 1987 im Alter von 72 Jahren. Für Hermann Fegelein wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.